So, und nach dieser kurzen Unterbrechung sind wir auch schon wieder zurück bei Fiesta Online. Ja, so ist es. Und die mobben wir. Freedom. Am ja, besten. Ich bleib hier einfach in meinem Strand, unter meinem Strandding da liegen. Und, oh, was muss ich denn jetzt questen? Also nicht? Blaues Krabbenfleisch. Alter, lass mich das... Was denn? Dir entgehen ja nicht mal... Du solltest die Krabbendinger aufsammeln. Auf Fleisch, nicht diese... Nicht Scheren. Ach so. Ach, ja. Die Viecher da hinten. Sind die anderen schon alle? So. Blaue Krabbe. Ach da, jo. Noch da? Ja. Klar. Ah. Hä? Es war halt irgendwie auf einmal so abrupt ruhig, deswegen dachte ich so, Okay. Nö, keine Ahnung. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das macht nichts, mir ist es nicht mehr zu helfen. Das weiß ich. Ich weiß, dass du das weißt. Und noch ein bisschen länger für das Ding. Keine Karte. Ja. Krabbenfleisch? Ja, ich bin Stufe 10. Und du noch nicht. Ich bin ja auch eher so, ne? Passiv und so. So eher der Papst. Passiv. Ich find's aber okay. Ich habe so das Gefühl, dass die einzelnen Klassen unterschiedlich leveln. Tun sie ja auch. Yeah. Du bist ja auch, du tötest ja die Gegner wesentlich schneller wie ich. Das ist ja eigentlich. Ja. Aber. Spiel. Na gut, ich spiele aber mag ich auch nicht so oft. Spiel. Ehrlich sein muss. Was magst du nicht? Ich spiele nicht so oft Magier. Ich bin kein Magier. Wenn du keine Magie verwendest, was tust du dann? Ein Heiler. Ja. Das ist Magier. Das ist was ähnliches wie Arzt. Also hast du mich jetzt mit Doktor anzusprechen. Solange du so etwas wie Magie verwendest, bist du auch eine Art Magier. Ganz einfach. Das ist eine Spritze. Das ist ein Antibiotika. Glaubst du mir nicht? Nein. Ich glaub dir sowieso nichts. So, nervöse Bienen. Ja, dann wollen wir mal drauf prügeln. Ach, die Bienen sind doch nicht böse, Mann. Das kann doch nicht sein. Die sind unverzichtlich. Ja, das kannst du alleine machen. Das wirst du schön zusammen mit mir machen, sonst bist du ja viel langsamer als ich. Tja. Dann sehen wir uns, wenn die D-Mark wieder da ist. Das kann ja lange dauern. Yep. So. Du wirst schön das Ding mitmachen. Hast du keine andere Wahl. Wo muss ich überhaupt nur irgendwas machen? Nee, glaube nicht. Doch, Punkte verteilen. Konnte ich das denn vergessen? Punkte verteilen. Ah, und Titel auswählen. Oh, ich habe eine Karte. Die können einem nämlich auch ein paar wunderbare Boni geben. Das habe ich nämlich auch mal eine Karte gefunden. Da kommt ja selten genug vor. Ich gehe schon mal nach Rumen, ne? Ja, tschüss. So, Alter, verpiss dich, hau ab. Was erzählst du mir das? So nach dem Motto, ne? Mach hier meinen Kram selber, so. Ja, mach. Geht mich doch einen feuchten Kehricht. In 5 Minuten komme ich wieder an. Wo muss ich hin? Ja, genau so. Und dann heißt es von mir nur... Doch zu, wie du klarkommst. Weißt du alles besser? Nee, ach, das kannst du auch nicht sagen. Oh, dein Schneemann alleine. Ja. So, erstmal hier ein paar Sachen verkaufen. Die wir nicht mehr brauchen. Waren nicht viele. Geht ja nicht. Und dann noch neue Zauberchen kaufen.
Dann. Sehr schön. Ich hasse Weihnachtsmusik. Oh Gott. Was denn? Schüttel doch nicht immer den Kopf über mich. Ich habe auch Gefühle. Also gar nicht, du weißt auch gar nicht, ob ich den Kopf geschüttelt habe. Kannst du mir vorstellen. Wenn ich das jetzt noch so 3-4 Jahre hier weitermache, dann fällt auf kurz oder später der Sargdeckel auf mich drauf, ich schwör's dir, ey. Tut er doch jetzt schon. Nee, noch nicht. Noch bin ich knackig, aber irgendwann ist dann nur noch... Naja, knackig würde ich jetzt... Ja. Würde ich dich jetzt nicht mehr bezeichnen. So. Du hast schon dein gewisses Alter. Hallo? Hi. Als ob. Du auch, also. Ich ne. Bist auch keine 18 mehr, bist auch keine 19 mehr, bist auch keine 20 mehr. Ich bin aber keine 30. Oder allgemein über 30. Bin ich auch nicht. Achso, doch, das bin ich schon. Und das Geile ist, dass mich die Leute für unter 15 halten. Ob ich das jetzt so geil finden würde, weiß ich nicht, aber das muss ja jeder selber wissen. Naja, ich bin jung geblieben, ne? Ich bin zart, knackig. Ja. Meine Haut ist so straff. Keine Fältchen. Außer diese kleine Ader, die immer zuckt, wenn du anfängst zu reden. Ja, wenn du redest, kennst du das hier bei Pokémon Razaf? Diese Wut, dieses Wutding, was oben immer größer wird? So, das ist dann bei mir. Ja, dir ist schon klar, dass ich von Pokémon überhaupt keine Ahnung habe, oder? Ja, das gibt's auch in Animes. Also kennt man's. Ah, oh, ist das schön hier. Oh, wie ist das? Alles so weiß. Und so krustig. Eine richtige Fröstel-Ära. Du musst nur in das eisige Wasser springen, es zulassen und schon hast du es erledigt. Hast du etwa gerade Mordgedanken? Ich? Selbstmordgedanken? Wie kommst du denn darauf? Habe ich dich schon so weit getrieben? Ich bin jetzt Level 10, habe dieses Pferd, aber ich habe es gerade weggeschmissen. Also. Du bist so ein Honk, ne? Du bist so ein dummer Honk. Ich habe es nicht weggeschmissen. Du bist es echt. Aber du hast es echt geglaubt, ne? Du hast es echt geglaubt. Das macht dich noch zum viel größeren Honk. Ja, aber weißt du eigentlich, was das Geile ist? Du würdest es sogar tun. Du würdest es sogar tun. Ja, selbstverständlich. Siehste. Also macht es dich ebenfalls zu einem noch viel größeren Honk. Ich? Ja, doch. Honk. Ja, du bist aber auch einer. Ich meine, du gibst es ja selber zu. Ich will doch nicht so viel, ey. Was? Wo bist du denn jetzt eigentlich, Mann? Ich bin in der Sandbucht. Ach so. Ja. Bleib ich auch gleich. Ja, ich wusste nicht, wie lange du da noch brauchst. Sagte er und stand in Rummel. Dir ist aber schon klar, dass du noch weißt, du weißt schon noch, wie du hierher zu mir kommst, oder? Ja, über irgendeinen komischen Teleporter. Ja. Okay. So witzig ist er jetzt eigentlich nicht, aber. Ja, aber irgend so ein komisches Portal-Teil da. Ja, aber das Portal ist jetzt nicht witzig. Ich weiß nicht, warum das jetzt komisch sein soll. Ich hab gesagt, über so ein großes Portal, nicht über witzig, was mir eigentlich. Sag mal. Irgend so ein komisches Portal, hast du gesagt. Ja. Daraufhin so ein komisches.
Also, ja, das ist nicht komisch im Sinne von humorvoll. Wann fällt denn die Serie... nicht gemeint. Wann fällt dieser Groschen? Ja, wann fällt der denn bei dir? Ich warte schon seit ein paar Jahren drauf. Tito. Ja. Ja. Das ist, ja, nee. Ja. Hinten ist das, ey. Ich meine, du bist blind, taub bist du auch. Oh. Wo bist du? Sandige Hügel, ne? Sandbucht. Oh. Ja, also, ist ja fast dasselbe. Also, sandige Hügel, da können sie dich aber aufspießen. Wenn du dahin gehst. Ja, wo ist denn die Sandbucht? Omen gibt es nicht gerade viele Portale, die ausschießen können. Also, ne? Statt wie wir immer nach links gehen, musst du einfach nach rechts gehen, so zu einem Portal kommst. Ja, ich kann es dir gerade nicht beschreiben. Ich sehe dich, glaube ich, auf der Karte nicht. Ach, da, hier, da habe ich doch Sandbucht. Der Blitzwirtschatz gefunden. Ich habe einfach mal die Karte geöffnet. Ich dachte, ich werfe mal einen Blick drauf. Weil Navi funktioniert hier nicht, ich habe kein GPS, deswegen. Du kannst auch mal sowas wie eine Karte benutzen? Wenn es unumgänglich ist. Ja. Ja, das ist halt dein Fehler. Du unterschätzt mich immer. Ich unterschätze dich garantiert nicht. Warst du schon wieder frech? Ich? Ja. Ich nehme jetzt erstmal wieder die ganzen Quests an, damit du nachher nicht wieder rumholst. Ja. Also diese komische Häuschen-Quest, ey, das hat mir doch. Das erinnert mich irgendwie, das habe ich schon mal irgendwie gemacht. Ja, das haben wir schon ganz oft gemacht. Mhm. Sogar vor Jahren, als wir angefangen haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hat dieses Spiel wie so eine Art Story überhaupt irgendwie? Ich glaube nicht. Also, wenn wüsste ich es nicht. Vielleicht, ist das echt wie vielleicht eine entfernte Story, vielleicht ab den ab den Erweiterungen, die ja dazu kam, aber. Ja, du redest mir die ganze Zeit dazwischen. Ich bin ja noch nicht fertig mit Überlegen und Erzählen gewesen. Ich antworte dir immer noch auf deine Frage, ob das Ding überhaupt eine Story hat. So. Jetzt darfst du. Gut. Jetzt habe ich ausgeredet. Weißt du, labert mir die ganze Zeit dazwischen, ne? Das ist Schatz, jetzt hier, so. Das ist wie Twin Saga. Das ist zu zweit auch gut spielbar, hat aber keine wirkliche Story, aber halt jede Menge Quests sind auch diese täglichen wiederholbaren und das erinnert mich gerade irgendwie so daran. Aber so ein bisschen muss es doch wohl, weiß ich nicht, so irgendwie so ein bisschen Story. So ein bisschen hat es bestimmt eine Story. Und Quests zu machen, die man jeden Tag machen kann, das ist ja eigentlich nicht so wirklich Sinn der Sache. Also, ich weiß nicht, ob es ab einem höheren Level vielleicht eine Story hat. Vielleicht auch die Kingdom Quests, aber... Na gut, wo die Story quasi anfängt, ist, wenn wir das Intro gespielt hätten. Das Tutorial. Dann hätten wir bestimmt so etwas wie eine... Das Tutorial. Intro? Das Tutorial. Okay, nochmal, es gibt ein Intro? Im Tutorial quasi, ja. Ja, ist ja jetzt gut. Ja. Weißt du, ich antworte dir die ganze Zeit auf. Ich krieg echt Magengrummen hier wegen dir, nicht weil ich Hunger hab, ne? Ja, ich rede doch nur mal gegen eine Wand, da kann ich doch nichts für. Warum tust du da eigentlich hin? Ach, du bewegst dich auch mal, das ist gut. Nee, ich nicht mehr. Jetzt kommt hier Fahrstuhlmusik, stell es im Kopf vor. Boah, die eine Olle hockt da jetzt für ihren scheiß Kräutern. Du musst da jetzt unbedingt Kräuter spielen. Lass dich doch da hocken, Mann. Ja, du bist doch da immerhin eingedrungen. Was? Das ist ein... Was brauche ich denn hier? So, Verwunschenes. Kleiner Rob. Ui, Herr Wolf. Warum? Nein, das sind Pilze. Kräuter. So. Da. Perfekt. Duftendes Gras. Scheiße, jetzt habe ich so eine komische Geranie damit genommen.
Ey, wie im Sauerland, über nur Berge, ey. Ich brauche ich nicht. So. Gibt's hier noch ein Kräuterbüschel? Auch nicht. Kräuter. Auch nicht. Kräuter. Das ist Holz. Wir wollen Kräuter. Kräuter? Kräuter! Kräuter? Okay. Gibt keine Kräuter. Ich brauche Kräuter, muss ich einen Tee machen. Oh, mein Freund ist wach. Der latscht über mir rum. Dann kann der dir einen Tee machen. Ich brauche hier keinen Tee. Ich brauche Kräuter, aber keinen Tee. Mensch, dass ich dich nochmal wieder sehe. Ach du Scheiße, da ist die Alte weg. Oh, bloß weg. Bloß weg. Ja, weißt du, ich verschwind ja schon. Ich bin ja schon weg. Ja, reite auf deinem komischen Pseudo-Pferd da durch die Gegend und hier, mach mir die Sinnflut. Gibt's ja gar nicht. Hilfe, ich sterbe, hilfst du mir mal? Ein Scherz, ich schaff das schon. Oh. Ich kann nicht mehr. Du machst mich fertig. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wir sollten aber mal kurz diesen einen wunderbaren, wunderschönen Part beenden. Das ist die erste vernünftige Worte, die ich heute von dir höre. Beenden. Und danach machen wir gleich mal den nächsten Part fertig. Also, bis später. Bis gleich.